unser eigenes, mit eigentlich meinem Sohn. Und dann gesagt, kann ich mal mitkommen? Ich sage, klar, gehst du mit, führe ich einfach mal vor. Audi A6 umgebaut zum S6. Und ja, würde sagen, vorwärts. Daneben sehen Sie den Einstieg in den Luxus, in die Luxusklasse von Audi. Mit dem Audi V8. Diesen Audi V8 hat es mit zwei verschiedenen Motoren gegeben, einem 3,6 Liter Motor. Das Knallen war eben dieses ganz typische Knallen des neuen 15-Linders im Audi RS3. Das ist allerdings ein Lamborghini. Das Auto, was Sie jetzt hier sehen, so, ist etwas ganz Seltenes. Es ist ein Klassikline. Ja. Spezialausstattung vom V8, von denen es nicht viel gegeben hat. Und wenn ich die Story damals richtig verstanden habe, ist das Auto unter Umständen von Frau Pirch, ne? Also dieses Fahrzeug wurde damals für Frau Pirch gebaut und hat damit etwas ganz Besonderes für uns Audianer. Gut, pilotiert wird das Fahrzeug von meinem Kollegen Carsten Weißel aus der V8-Schmiede in Altin bei Stuttgart. Das ist extra für heute Morgen hochgekommen, muss heute Abend schon wieder zurückfahren. Aber zu viele Präsentationen war kein Weg zu weit. Danke, Carsten. Fahr einfach mal hier rum, die Strecke ist abgesperrt, zu Isolieren wieder rein. Der schwarze Kombi, den Sie hier sehen, ist ein Audi RS6, der C5-Baureihe. Hier wurde der 8-Zylinder zum ersten Mal mit dem 5-Ventil-Motor verbaut. Und dieses Fahrzeug hat in der Serie schon 340 PS. Nein, 450. Geht richtig vorwärts. Und ich würde sagen, fahr einfach mal langsam. Zur Info, der normale S6 hat 340 PS. Martin hat sich ein bisschen vertan jetzt hier. Und der RS6 4B hat 450 PS aufgeladen durch einen V8. Einmal links. Einmal rechts. Audi RS3, Typ 8PA. Wenn du vorfahren, weiter vorfahren, dann kann ich. Audi RS5, Typ C5. So, sehr verehrte Damen und Herren, vorhin haben Sie auch schon einen RS3 gesehen. Hier haben wir auch noch einen. Dieser Wagen ist ausgestattet mit dem 2,5 Liter 4-Ventil-Turbomotor. Leistung legen wir bei dem jetzt mal nicht. Serie 340 PS. So, das Fahrzeug ist umgebaut. Es ist von der Firma Hohenester aufgerüstet worden auf 430 PS. So, das ist schon mal ganz ordentlich. Dann kommen wir zur nächsten Fraktion, RS4, Basis der Audi A4. Zur Erkenntnis der RS4 an den deutlich größeren Radhäusern, viel breiter, den Rippen an den Seiten. Hier ist ein V6 Biturbo, 2,7 Liter. Sollte noch drin sein, oder? Ja, ist noch drin. Ja, gut. Die Leistung war bei dem, in der Serie hatten wir 380, ne? So, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ne? Gut, also 380 PS in diesem Auto für den RS4 ist schon eine ganz ordentliche Leistung. Und dann machen wir jetzt gleich mal weiter. Ich fahre bitte mit dem A3 schon mal los. Das ist auch alles abgesperrt im Viereck hier. Und dann auch hinterher fahren. Gut. Wie viel waren da noch vorne gebaut, weißt du das? 6030. Und 3600. Ja, nein, das ist falsch. 6000. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, mein Bekannter wollte mir gerade mal. Ja, hat nicht ganz geklappt, ne? Ja, gut, fahren wir erstmal. Das wird noch gleich laut. So, bitte vorfahren. V10, Biturbo. Was Sie jetzt hier sehen, sind zwei Generationen, ja, der RS6. Der C5 als Biturbo, 8-Zylinder-Motor, 4,2 Liter, in der Basisversion 450 PS, in der Plus-Variante hatte dieses Fahrzeug 480 PS. Korrekt. War schon sehr flott, aber in der nächsten Generation, beim C6, wurde es dann noch wilder und hier haust ein 10-Zylinder. V10-Motor, Biturbo. Und was hat er für eine Originalleistung? 579 PS. Das reicht für den täglichen Einkauf.
Und dort dürfen Frauen fahren, immer. Ja. Ich würde sagen, sehr verehrte Damen und Herren, der C5 fährt vor, den anderen bilden hinterher. Und du dann auch. Wir hören es schon, der Pikes Peak naht. Hier wackelt die Bude. Der RS6 als C6 ist zu erkennen an den seitlich ausgestellten Radläufen, die also nicht rundbreit rauskommen, sondern seitlich rausgezogen wie beim Burgquadro. So, jetzt haben wir hier einen Audi TT RS. Der Name MTM steht nicht ohne Grund an diesem Auto. Es ist ein 2,5 Liter 5-Zylinder. Die Leistung, die eingetragen ist, bewegt sich bei 474 PS mit so einem kleinen Wagen. Sie können sich vorstellen, wenn der aufs Gaspedal tritt mit Allrad, dann bleibt ihm halbwegs die Luft weg. Nicht? Kann man so sagen. So, das ist das Auto von MTM als Erprobungsfahrzeug. Dieses Fahrzeug hat auch bei Grip maßgeblich mal mitgespielt in einem Film. Und mit dem ist damals ein Hochgeschwindigkeitsrekord gefahren worden. In, wo haben die das gemacht? Nardo. Nardo, ja. Also, es steht ihm zwar nicht auf der Stirn geschrieben, aber das Fahrzeug hat eine sehr interessante Geschichte und einen interessanten Lebenslauf. Und ich denke, da wird man noch so einiges mal von hören, was da noch weiter gemacht wird. Gut. Auch du bitte ruhig hier einmal rumfahren, dass der Boden heile bleibt. So, dann. Jetzt kommt der Pikes Peak. Wir hören es schon. Nein, noch nicht. Das ist der Coupé Quattro. Einen Moment. So, also, jetzt ist hier ein bisschen die Reihenfolge. Ich würde sagen, jetzt, du ziehst mal vor. Jetzt vorziehen. Diese Fahrzeuge sollten eigentlich schon eher dabei sein, aber irgendwie ist alles durcheinander gekommen. So, wir sehen hier ein Audi Coupé Quattro. Typ 85. Original hat diese Fahrzeuge 136 PS. Aber ist ein Motor von mir reingekommen, den ich damals bis Arno drin gefahren habe. Das Fahrzeug hat jetzt, was haben wir jetzt eingetragen, was ist denn 170 oder so weit? Ja, also er hat 170 PS, es ist ein 5-Zylinder, 2,2 Liter, als Sauger, Sauger, kein 7A. Turbo. Daneben steht ein Audi Coupé mit einem Motorumbau auf 20V Turbotechnik. Dachte ich mir und doch. Dieses Fahrzeug hat 230 PS. Ich lasse das auch mal so stehen. Ja? So. Hattest du den jetzt selber umgebaut oder hast du den jetzt umbauen lassen? Den hast du selber gemacht. Respekt. Ah, ich habe mir die Kampfbiene. Also, Top-Geschichte. So, dann würde ich sagen, hier ist gerade Platz. Dann fahrt ihr beiden mal vor. In den Kreis rein. So, sehr verehrte Damen und Herren. Jetzt kommt das Fahrzeug, was angekündigt worden ist. Es ist nicht der Originale, aber ein Fahrzeug, das mit allen Unterlagen zur Verfügung stand, nachgebaut wurde. Es ist ein Weltrekordsfahrzeug, es ist der Audi S1 Pikes Peak. Mit dem hat Walter Röhr damals in den USA einen Weltrekord gefahren. Und dieses Fahrzeug hat einen 2,2 Liter 4-Ventil-Turbomotor. Und die Leistung bei diesem Auto liegt, wir runden es jetzt einfach mal auf, es sind 700 PS. So. Sie können sich vorstellen, das Auto hat ein leichtes Gewicht, was haben wir jetzt grob drin? 1100? Mal das Auto, wie schwer es ist. 920 Kilo. Ja. Das ist ordentlich. Das ist gutes, Kilo, gutes Leistungsgewicht. Ja, jetzt gebe ich mal einen Wolf ab, ich bin schon nervös. Ich bin nicht nervös, ich wollte das nur noch ein bisschen verdeutlichen, relativieren. Wenn man sich überlegt, dass einer der bekanntesten Sportwagen aller Zeiten vielleicht der 911er ist und ein 911er wiegt heute 1,5 Tonnen und hat eine Leistung von 350 PS. Und das muss man sich mal ins Verhältnis setzen. Da kann man sich vorstellen, dass das wirklich auf der Rennstrecke Tritt auf der Kanonenkugel ist, oder nicht? Auf der Rennstrecke sind wir gewesen.
hier einen Gang gekauft, da waren wir schon mal 250 und dann habe ich langsamer. Also Leistungsgewicht, wir haben eben schon drüber gesprochen, unglaublich und ich finde es faszinierend. Was mich noch interessiert, wie lange hast du daran gebaut? Ja, da stecken ungefähr 1500 Stunden, 3 Jahre, jeden Feierabend. Das auch zusammen. Ja, wie heißt das so schön? Automobile Leidenschaft. Ja, dann würde ich sagen, fahr noch mal so 2 Runden. Erhöhte Schrittgeschwindigkeit, ne? Wir wollen den Wagen auch hören. Kann der auch knallen? Langsames Auto. So, ich würde sagen, wir sind mit unseren Fahrzeugen soweit durch. Wolf, wir gehen jetzt mit unserer Karawane wieder heimwärts. Ja, ich sage hier auch Tschüss und wir sehen uns später nochmal bei Martin Gutdorf.